Head-Movement. Für viele ist das so ein bisschen mystisch, weil man einfach immer nur sieht, wie der Kopf hin und her bewegt wird. Im Grunde genommen gibt es aber drei Grundmuster. Und wenn man die beherrscht und die miteinander verbindet, dann ist man schon auf einem guten Weg. Und genau diese drei Muster zeige ich euch in diesem Video. Wir sprechen jetzt mal über Head Movement, also diese ganzen Bewegungen, die ich hier so im Oberkörper oder Kopf mache. Head Movement ist eigentlich gar nicht so ganz passend, weil ich nicht nur meinen Kopf bewege, sondern den ganzen Körper. Aber da gehe ich jetzt nochmal so im Einzelnen drauf ein. Grundsätzlich besteht so eine Grundverteidigung, aber so ein Grundangriff aus eigentlich drei Dingen. Das ist einmal meine Beinarbeit, so als tragendes Element. Dann sind natürlich meine Hände, gerade im MMA, offene Hände, Treppen, Decken, diese ganzen Geschichten hier. Und dritter Punkt, die Bewegung im Oberkörper oder mit dem Kopf, Head Movement. Head Movement gibt es drei so, ich sag mal so Grundmuster. Das eine ist das Slipping, das heißt, wenn er jetzt, mach mal so in Zeitlupe einen Jab, wenn er einen Jab macht, gehe ich an dem Jab vorbei. Ich bewege also ungefähr so in 45 Grad meine Schulter in die Richtung, leicht Richtung Boden und bewege mich hier raus. Wenn ich dabei schlau bin, nehme ich das zweite Element dazu, meine Hände, ich gehe also raus, kann auch richtig aktiv damit arbeiten, wenn er kommt, dass ich hier halt kurz swap, also aufpacken wie so ein Tennisball, sag ich jetzt mal. Okay, also wenn er kommt, gehe ich hier raus. Bewege ich mich also in seine Richtung raus. Großer Vorteil ist, ich bin auf einer Distanz. Wenn er geschlagen hat, kann ich entweder direkt kontern mit Angriff, also aus dem Head-Movement, also er kommt und ich mache, boom, schlag direkt da rein. Ich bin auf jeden Fall immer in seiner Distanz. Großer Nachteil ist, das ist recht trainingsintensiv. Wenn ich jetzt cool bin und ich versuche hier raus, aber ich schaffe es nicht, dann kriege ich halt einen vor die Birne. Ist halt trainingsintensiv. Meine Hände können da echt sehr helfen, falls ich mal nicht schaffe, dass ich dann zumindest hier irgendwie so eine schützende Hand im Weg habe. Ist natürlich ein großer Vorteil. Wie gesagt, Vorteil, ich bleibe in der Distanz. Das geht natürlich auch zur anderen Seite. Wenn er mit der Schlaghand kommt, kann ich hier raus, dann habe ich hier eher die schützende Hand, kann hier auch direkt kontern quasi, dass ich hinkomme. Solche Geschichten halt. Oder mit Kicks oder direkt mit dem Takedown. Ich bin halt auch in einer guten Distanz, um direkt, wenn er reinkommt, hier rein zu shooten. Das sind halt alles Ideen, die mir diese Distanz bringen. Zweite Sache ist sogenannte Pullen. Also ich ziehe ihn mir rein. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass ich mich zurücklehne. Ich ziehe quasi, wenn er einen Jab macht, ziehe ich ihn mir hier rein. Darf man nicht verwechseln mit, wenn er einen Jab macht, das Rausgehen. Ist im Grunde genommen der gleiche Effekt. Ich bin halt weg. Beim Rausgehen habe ich aber die Distanz vergrößert und muss jetzt wieder quasi mein Spiel neu aufbauen. Wenn ich hier rausgehe, bin ich immer noch in seiner Distanz, ohne dass er es vielleicht unbedingt merkt, weil ich eigentlich weg bin. Und von hier aus kann ich dann auch wieder direkt halt dementsprechend kontern mit verschiedensten Sachen. Auch mit dem Kick bin ich hier ganz gut eigentlich in der Distanz. Gerade hier so der Innenkick und weiter oben kontern ist halt immer so eine Option. Also haben wir einmal das Slippen, okay, und einmal das Pullen. Dritte Grundbewegung ist quasi so das Rollen. Wenn er jetzt mit dem Haken hier kommt, gehe ich quasi mit, genau, machen wir ruhig mal so eine Zeitlupe, in Hakenrichtung raus. Dann habe ich mein Gewicht hier auf der Seite. Und von hier aus tauche ich nach unten ab, unter seinem Haken hinweg, bringe jetzt mein Gewicht quasi hier hin kurz, komme wieder hoch in meine Auslage. Ich mache also quasi eine Kreisbewegung mit dem Kopf, die aber über den Körper gesteuert wird. Ich mache auf keinen Fall das hier. Da sehe ich nichts mehr, bin total anfällig beim MMA auch für Knie oder für Takedowns. Das ist halt völlig für den Eimer. Das funktioniert alles hier rüber. Eigentlich funktionieren alle Sachen über die Hüfte. Auch das Flippen passiert hier nicht im Oberkörper oder im Kopf, sondern das ist alles hier eine Hüftsache. Wenn ich jetzt flippe hier, da ist hier die Bewegung. Wenn ich jetzt roll, wenn er hier hinkommt, bup, bup, bup. Ich kann dabei auch wieder kontern, indem ich, wenn er den Haken macht, hier rum, jetzt habe ich hier Spannung aufgebaut, kann aus der Spannung direkt vielleicht einen Haken schlagen. Oder ich nehme die andere Hand. Wenn ich hier reingehe, kann ich direkt, bumm, hier vielleicht kontern. Das sind so zwei Optionen. Wie gesagt, da gibt es auch wieder viele. Ich kann auch, wenn ich einmal hier unten bin, ist auch ganz gut. Dann habe ich ja eigentlich schon Level Change. Wenn er in den Haken kommt, Level Change. Ja, warum soll ich dann nicht das Ganze nutzen, um dann reinzuschooten? Option, Idee. Okay, dann sind zuerst mal so die drei Grundelemente Head Movement. Hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen? Nur immer daran denken, ihr müsst euren Körperschwerpunkt halten. So wie Christian das gerade erklärt hat, hat euch das gezeigt, ihr arbeitet wirklich immer mit Schwerpunkt. Wenn ihr jetzt hier zur Seite ausweicht, nicht den Kopf zu weit nach vorne bringt, stellt euch vor, ihr habt eine Barriere, weil so hält ihr euren Körperschwerpunkt mit. Hier, ist ihr zu weit vorne, steht ihr nicht mehr stabil. Also wirklich stabil bleiben, so wie es gerade gezeigt hat.
Super. Achso, eine Kleinigkeit noch. Viele übertreiben im Head-Movement. Wenn er mit dem Sepp kommt, machen viele dann halt hier hin. Die Faust ist nur so groß. Und so ein Stück bräuchte ich auch nur raus. Er will ja hier treffen in die Mitte. Das heißt, wenn ich hier hingehe, reicht das eigentlich völlig. Das ist aber die große Kunst. Ich muss schon arschcool sein und viel, viel trainiert haben, um cool genug zu sein. Einen schnellen Sepp, wenn er den schlägt, ich meine, das ist jetzt alles Zeitlupe, aber wenn er richtig so bumm kommt und dann so, dass das funktioniert, sieht man an allen Profiboxern und auch im MMA ständig. Ist aber natürlich übungsintensiv. Noch ein kleiner Tipp, wenn wir voreinander stehen, gerade im MMA ist die Distanz eh so ein bisschen größer, kann ich die ganze Zeit auch damit spielen, um selber gefährlich zu wirken, aber ihm auch zu zeigen, dass ich da drauf habe. Das ist so ein bisschen Psychologie auch. Wenn ich einfach nur so hier stehe, so starr, dann kann er mich ausrechnen, dann kann er seine Angriffe aufbauen. Wenn ich aber hier so stehe, ich mach so, genau wie er sich jetzt auch bewegt, dann weiß ich nie, ach scheiße, wo ist der jetzt? Was macht der jetzt? Weil aus jedem Winkel kann ich immer irgendwie einen Angriff starten. Aus jeder Bewegung kann ich ja irgendwas starten, das weiß er ja auch. Deswegen ist immer gut, sich zu bewegen. Und das läuft am besten so über diese Head-Movement-Geschichten hier, wo er nie weiß, wo ich bin. Das glaube ich, alles dazu. Alles klar. Also als Ergänzung nochmal, ich habe ja gerade gesagt, wenn ihr hier so starr steht, dann kann er mich ausrechnen und dann ist das immer schwerer. Irgendwas, was starr ist, in Bewegung zu bringen, ist, ich weiß nicht, wer irgendwie Physik oder Mathe so ein bisschen drauf hat, das ist immer schwerer, als irgendeine Bewegung überhaupt schon mal drin zu haben und diese dann zu ändern. Das heißt, wenn ich hier schon stehe und mich ein bisschen bewege, ist es viel leichter, die Richtung zu ändern, mich zu bewegen, als wenn ich hier so stehe und ich muss dann starten. Das ist halt ein Unterschied. Und wichtig ist, wenn ihr hier beim Snipping, dass ihr zu der Seite rausgeht, wo keine Waffe mehr ist. Da bin ich geschützt von der Schlaghand. Wenn ich jetzt hier rausgehe, renne ich in seine Schlaghand rein. Das kann auch mal funktionieren und wenn ich mich hier so bewege, kann das auch immer mal vorkommen. Aber grundsätzlich ist die Idee eigentlich, wenn die kommt, da rausgehen. Wenn die kommt, da rausgehen. Oft wird der Bereich Head Movement den Fortgeschrittenen oder Profis vorbehalten. Ich bin aber der Meinung, dass Head Movement schon im Angriff anfängt, ob ich jetzt einen Jab gerade schlage und ich bin die ganze Zeit immer in der Zentrallinie oder ob ich mich dabei rausbewege. Das ist ein riesengroßer Unterschied und gerade auch Einsteiger sollten sich mit diesem Thema befassen und dementsprechend auch arbeiten. Welche Möglichkeiten es da gibt, das mache ich natürlich alles nochmal in einem extra Video. Deswegen bleibt dabei, jeden Mittwoch 16 Uhr ein neues Technikvideo im Bereich Basic MMA nur für euch.